Ich mag ihren Enthusiasmus. Ich mag ihre Naivität. Man könnte auch Optimismus sagen. Zeitverschwendung, Wunschströme führen nirgendwo hin. Du müsstest ja wissen. Noch ein Drink bitte. Das gleiche wie vorhin. Süß und so weiter. Kommt sofort. Das gleiche wie vorhin ist. Charisma. Oh, jetzt haben wir den Matrosenmaß. Das ist leider ohne Charisma. Nicht ganz wunderbar. Ich glaube, das war der Schlägermeister, den wir eben haben. Nee, das geht nicht, weil es einen Bonus auf Dingens gibt. Das könnte gehen. Tun wir Platz dazu. So, das wieder früher bringen und Charisma auffüllen. So, jetzt bauen wir hier noch ein Stückchen. Anbuchstriche nicht vergessen. Etwas süßer Optimismus für den pessimistischsten meiner Gäste. Das schmeckt süß genug, um mich für weitere Drinks optimistisch zu stimmen. Wow, das macht mich jetzt schon ein wenig stolz. Sollte es auch. Also, Malachit. Ich möchte jetzt meine Gedanken. Ich möchte mit meinen Gedanken jetzt alleine sein. Alles klar. Immer noch da. Und Fabi ist zurück. Hallo, Gastfitten. Hallo, Fabi. Ich bin froh zu sehen, dass deine Taverne wieder besser zu gehen scheint. Und dir auch. Tut mir leid, dass ich so lange weg war. Kein Problem. Ich hoffe, du hast die letzten 2 Tage gut überstanden. Habe ich. Ich hatte nur sehr viel zu tun. Im Aschenhain sind eine Menge Bäume umgestürzt. Und ich habe viel Zeit damit verbracht, die Tiere des Waldes zu retten und Therapiesitzungen für sie zu organisieren. Und natürlich musste ich nach all den umliegenden Dörfern sehen, ob sie nach all dem Hilfe benötigen. Hat Onkel Dragan das alles überstanden? Ja, die Werwolfsiedlung ist zwar etwas beschädigt worden, aber es gab zum Glück keine Verletzten. Herr Dragan hat gerade Suppe gekocht, als ich vorbeikam. Ich glaube, so geht er mit Stress um. Das war sehr nett von dir, dich um sie zu kümmern. Ich musste doch sicherstellen, dass alles okay war. Ich habe fast meinen gesamten Vorrat an Heilsalben verbraucht, aber dafür sind sie schließlich da. Natürlich ist es schön, dass ich sie benutzen musste. Es ist nicht schön, dass ich sie benutzen musste, aber es ist gut, dass ich helfen konnte. Darf ich dich um etwas bitten? Schieß los. Hast du vielleicht einen Drink, der mir in dieser Situation helfen könnte? Deine Drinks sind so mächtig und ich hätte gerne etwas, das mich zäher macht,
und meine soziale Energie wieder auflädt. Ich glaube, für den Moment bin ich fertig. Aber wenn so etwas noch einmal passieren sollte, dann möchte ich vorbereitet sein. So ein Rezept habe ich bisher nicht. Und keine Sorge, ich habe schon eine Idee. Rezept für eine trutige Hurrikan. Und selbst ohne einen solchen Drink, ich bin sicher, die Leute waren dir sehr dankbar, Fabel. Sie waren zumindest nicht böse auf mich. Das ist doch ein Anfang. Aber irgendwie machten sie auf mich nicht so einen besorgten Eindruck, wie ich gedacht hätte. Als ich sah, wie die Sterne vom Himmel fielen, dachte ich, die Welt geht unter. Ich erinnere mich. Du hattest natürlich recht damit, dass es nicht so weit kommen würde. Aber ich dachte, die meisten Leute hätten mehr Angst vor einem sternlosen Nachthimmel. Aber sie schienen so ruhig. Ich habe meine Schwester deswegen gefragt und sie meinte, wen kümmert's? Irgendein heldenhafter Abenteurer oder so wird das alles schon richten. Wir sollten uns darüber sorgen, dass die Tomaten neu gepflanzt werden müssen. Ich weiß nicht einmal, ob die Sterne jemals wieder in den Himmel zurückkehren können. Nichts, was verloren ist, kann jemals zurückkehren. Aber man kann es immer durch etwas Neues ersetzen. Ich weiß nicht, ob man die Sterne ersetzen könnte oder ob man so mit Verlust umgehen sollte. Es kommt darauf an. Ich hätte nichts gegen ein leuchtendes Blätterdach am Nachthimmel. Das wäre doch immer etwas Neues. Das stimmt. Aber manche Dinge sollten doch lieber so bleiben, wie sie sind. Alles verändert sich. Nichts ist für immer. Ich bin einfach nur froh, dass es alles in einem gut geht. Hast du schon nach Lin gesehen? Eigentlich müssten sie meine Terrasse in Stücke hacken, so wie ich sie kenne. Hab ich. Sie ist draußen auf deiner definitiv noch komplett intakten Terrasse. Sag mal, hast du zufällig Holzleiben? Nur so aus Interesse. Ah ja. Definitiv intakt. Es hat mich sehr erleichtert zu sehen, dass es ihr gut geht. Ich hatte schon Angst, dass sie mich verlassen und nie wieder mit mir reden würde. Also war es schön zu sehen, wie sie mit Melly trainiert hat und mit ihr zu plaudern. Sie hat versucht, mich in ihr Training mit dem Großschwert mit einzubeziehen. Hast du mitgemacht? Ich bin nicht wirklich gut mit Schwertern, aber es war süß, wie sie mit Melly trainiert hat. Sie ist mit so viel Eifer bei der Sache. Das ist sie. Und es hat mir einfach gut getan zu sehen, dass es Zerlin gut geht. Und sie waren sehr erleichtert, dass es Herr Dragan gut geht. Und ganz bestimmt auch, dass es dir gut geht. Ich weiß nicht. Wie wäre es mit einem Drink, um zu feiern, dass wir die ganze Geschichte überlebt haben? Ein Drink klingt genau richtig. Kann ich etwas Gewandtes und Agiles haben? Ich muss später wieder nach Hause und ich glaube, etwas Geschwindigkeit täte mir da gut. Bin sicher, da habe ich genau das Richtige für dich. Nicht ihr Standarddrink. Okay, Charisma. Dreimal. Ja, was wohl? Ja, vielleicht irgendwas anderes mit. Das gibt doch hier einen Bonus auf. Die Federn bringen noch einen Bonus auf Geschwindigkeit und Charisma. Vielleicht nochmal die mal benutzen. Und dann trotzdem ein anderes Getränk kriegen.
Das könnte vielleicht klappen. Ein rotiger Hulken. Kriegen wir den hin. Der hat doch schon Plus. Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen. Das hier ausgleichen. Jetzt bauen wir noch Schild. Ja, und Charisma. Gut gehalten. Führe eine falsche Bestimmung aus. Was? Ich meine, das ist nicht Fables Standardring, aber das ist. Das hat wenig. Das hat weniger Geschwindigkeit, aber. Ja, komm. Ein schneller Drink für dich. Oh, das ist. Sag ruhig, wenn du ihn nicht magst. Nein, 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 er ist gut. Nicht, was ich erwartet hätte, aber gut. Da fällt mir ein, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Fable. Ich bin ein Elf und Waldläufer. Und ich bin öfters hier. Und Xir ist ungeheuer mutig und ein echter Held. Das ist nicht wahr. Ich arbeite daran, ein Held zu sein, meine ich. Warum? Weil ich von Abenteuern träume und all den aufregenden Dingen, die passieren. Und ich will Leuten helfen. Warum? Warum nicht? Ich bin Marchit. Du bist also Mal. Ich meine Malachit. Manny hat uns von einem Mal erzählt, sagte er, also du wärst voll cool und ihr neuer bester Freund. Sie klang sehr glücklich. Wir sind keine Freunde. Sie lässt mich nur einfach in Ruhe, nicht in Ruhe. Oh, okay. Warum verbringst du dann Zeit mit ihr, wenn du sie nicht magst? Sie folgt mir einfach. Und du lässt sie einfach mitkommen? Nicht freiwillig. Ich kenne dich nicht gut genug, um dich einzuschätzen, aber ich finde, du solltest ehrlich sein. Zu ihr, aber auch zu dir selber. Ehrlich wird am längsten. Und ich glaube, diese Sache mit sofort ließe sich mit Ehrlichkeit auch am besten lösen. Du meinst die verschwundenen Familie? Soweit ich gehört habe, sind sogar mehrere verschwunden. Und ich glaube, dass bei so vielen Magiern und Familien irgendjemand etwas wissen muss. Aber vielleicht haben sie Angst, für ihre Ehrlichkeit Ärger zu bekommen. Richtig, vielleicht schätzt Magier Mani. Das klingt, als würde sofort aufregende Zeiten bevorstehen. Danke für den Hinweis. Ich werde ein Auge oder zwei auf die Situation halten. Sofort ist nicht weit von hier, richtig? Nicht allzu weit. Es ist in Ost-Fesoa und soweit ich informiert bin, die größte Hafenstadt der Republik. Ich kann die Sommerfestivals sehr empfehlen. Wunderschöne Feuerwerke. Warum glaubst du, sofort wäre ein Ort für dich? Nein, nicht für mich, aber Melina will ihre erste Quest annehmen. Ich dachte, das könnte etwas für sie sein. Sie muss ihre Fähigkeiten schärfen, außerhalb von risikofreien Gebieten.
Gute Idee. Ich werde sie für sie reservieren. Tut mir leid, dass ich störe, aber ihre erste Quest ist Melly nicht gerade erst 10 geworden? Das ist doch viel zu jung für eine erste Quest, oder? Nein, ich war in einem ähnlichen Alter, als ich meinen ersten Auftrag annahm. Die mit den fürchterlichen Albtraumkreaturen? Ja. Oh, das ist traurig. Nein, es ist cool. Nein, ich finde, es ist schon ein wenig traurig. Kinder sollten so früh nicht solchen Gefahren ausgesetzt werden. Warum nicht? Die Gefahren existieren. Man sollte ihnen begegnen, wenn man noch jung ist, um ihre Existenz akzeptieren zu lernen. Das ist doch verrückt. Nur weil die Welt brutal sein kann, heißt das doch nicht, dass wir Kinder damit so früh wie möglich konfrontieren müssen. Es ist doch schon schlimm genug, dass wir Erwachsene uns damit herumschlagen müssen. Warum sollen sie lernen, es zu akzeptieren, wenn wir die Welt für sie zu einem besseren Ort machen können? Als du mit diesen fürchterlichen Albtraumkreaturen konfrontiert warst, hattest du da keine Angst? Hättest du nicht lieber jemanden dabei gehabt, der dich hilft? Es formt den Charakter. Ein Charakter, der findet, dass man Kinder in Gefahr bringen sollte. Du tust mir wirklich leid. Deine Eltern haben sich bestimmt fürchterliche Sorgen um dich gemacht. Hast du schon genug Gerüchte für deine neue Quest? Noch nicht. Gib mir noch einen Tag. Momentan verlieren die Leute das Wichtigste aus dem Blick. Sie sind viel zu beschäftigt damit, sich Gedanken über die gefallenen Sterne zu machen oder sie zu ignorieren. Obwohl sie mir neue Informationen füttern sollten. Sind Informationen sehr nahrhaft? Nein, aber unterhaltsam. Hat sich die Unterhaltung, die ich dir bieten kann, bald erschöpft. Die Schrecken dieser Welt jagen mich und alle anderen nachgiebig. Also werde ich jetzt gehen und ihnen entgegentreten. Viel Glück. Auf Wiedersehen und hoffentlich mit weniger Schrecken. War es gerade ein Abschied von ihm? Ist abgehauen? Kommt nicht wieder? Jetzt mache ich mir Sorgen. Um Malachit oder Manny. Um sie beide. Aber wirst du Manny wirklich auf diese Quest schicken? Wenn sie möchte, ja. Aber ich glaube, du musst dir keine Sorgen um sie machen. Sofort ist eine wunderschöne Stadt, wo es kaum Verbrechen gibt. Ich glaube, mit ein paar ausgebüxten Familien kommt sie zurecht. Ich glaube nicht, dass sie alleine sein wird. Ich hoffe nicht. Es gibt wenig Schlimmeres, als allein zu sein, wenn man Angst hat. Das stimmt. Gibt es Sachen, die dir Angst machen? Schlechte Yelp-Reviews? Ich glaube nicht, dass du dies deswegen so machen musst. Du machst die besten Drinks in ganz Asteria. Solange du meine Drinks machst, kann es ja nicht so schlimm sein. Für mich kriegst du auf jeden Fall 5 Sterne. Ich würde ja fragen, wo du Angst hast, aber die Antwort wäre vermutlich alles. Ist sie das? Ja, aber ich habe mir vorgenommen, dass meine Ängste mich nicht mehr aufhalten werden. Ich kann vielleicht nicht verhindern, dass ich Angst habe, aber ich kann trotzdem weitermachen. Vielleicht zumindest kann ich es versuchen, auch wenn ich dann immer noch Angst habe. Wie gehst du damit um, wenn du Angst hast? Früher hatte ich die schlechte Angewohnheit, einfach vor dem wegzulaufen, was mir Angst machte, aber mit guten Freunden an deiner Seite fühlt sich mutig sein viel leichter an. Und dir wird klar, dass selbst die Dinge, die sich nicht immer gut anfühlen,
es wert sind, erfahren zu werden. Das klingt wundervoll. Da fällt mir ein, dass ich noch nie Freunde von dir hier gesehen habe. Solltest du sie irgendwann einmal hier hinein einladen? Vielleicht, aber ein sehr guter Freund von mir ist gerade hier. Puh. Moment, ist jetzt jemand unsichtbar? Oh, du meinst mich? Du, vielen Dank. Aber jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich nach Hause muss. Keine Sorge, geh und kümmere dich um alles, aber versprich mir, dass du zurückkommst. Natürlich. Bis morgen. Bis morgen, mein Freund. Wieder an die Futterzeit. Taverne aufräumen. Und eine weitere gute Nacht. Ein klein wenig schaffen wir aber noch in diesem Part. Ach, das ist 2 Sternig zu nahe. Abschnitt römisch. 8 neue Wege. 4. Astralmond. Sekunde, da muss ich mal nochmal würfeln. Disadvantage. Wenn die Hitze, die immer noch da ist. Ist immer noch sehr heiß hier. Eine 14. Das zweite. Eine 13. Oh je. Das sind doch beides gute Würfe. Einmal die 13 und ja, das ging wir hin. Nächster Tag. Oha, neues Gesicht. Einen magisch-mystischen Morgen. Es ist fast Nachmittag. Irgendwo ist immer Morgen. Und außerdem, für einen Zauberer ist die Zeit ohne Blick. Zeit ist nicht nur relativ, sie ist dehnbar. Wie ein Gummiwurm. Ich habe tatsächlich einmal versucht, das Raumzeitkontinuum zu biegen, und zwar mittels eines Wurmlochs im primordialen Vortex. Das. Und hat es geklappt? Nein. Aber ich war so nah dran. Nur ein klein wenig Essenz aus dem primordialen Ozean hätte gereicht, um die Kurvatur zu transportieren, und dann hätte es geklappt. Aber ich hatte keinen Zugriff zum primordialen Ozean. Zu schade. Ich habe gehört, dass die untümliche See nicht leicht zu erreichen ist. In der Theopraxis ist sie das. Theopraxis? Die praktische Umsetzung der Theorie, natürlich. Das gibt Sinn. Ich verstehe. Wirklich? Ehrlich gesagt, nein. Das hatte ich erwartet. Nicht böse gemeint, aber du bist ganz eindeutig kein Zauberer. Und das gibt dir das Recht, das zu beurteilen. Weißt du, ich bin selbst ein Zauberer von gutem Ruf. Und natürlich habe ich einen angemessenen Zauberernamen, aber du kannst mich Hex nennen. Man muss es ja nicht unnötig kompliziert machen. Freut mich, dich kennenzulernen, Hex. Freut mich, dich kennenzulernen. Gastwirt ein Recht für den Moment. Alles klar, dann Gastwirtin, wie wäre es mit einem arkanen Drink für mich? Nun, gibt es etwas, wonach dir der Sinn steht? Vielleicht etwas, das mich hilft, mich zu konzentrieren und den primordialen Vortex besser zu verstehen. Wird gemacht. Machen wir nicht noch einen falschen Drink?
Es war halt nur, dass da wirklich über 3 Tropfen von, ja, das hätte der Standardsdrink sein müssen. Habe ich verkackt. Jetzt mal aufpassen hier. Ist dann wohl der denn nicht? Und da tue ich doch mal einen Kristall rein. Wenn es geht. Nee, geht nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht, weil wir nichts negativiert. Das geht. Erstmal hier. Das ausgleichen. Und dann Charisma. Supernova Zeltas. Also die Supernova Zeltas bringt ihn immer zum Glitzern. Noch ein bisschen füttern. Jetzt ganz viel zu trinken. Ganze Flasche auskippen. Was Charisma. Ob das irgendwann mal alle geht. Man kriegt an irgendwann eine Maulsperre. War alle. Kein Charisma mehr vorhanden. Das sollte deiner Konzentration auf die Sprünge helfen. Unglaublich, ich spüre, wie die Ideen auf mich einprasseln. Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, primordiales Ozeanwasser zu beschaffen. Aber egal, die Erklärung wäre viel zu kompliziert. In welchem komplizierten Grund verdanke ich deinen Besuch, Hex? Ich wollte der anderen klügsten Person in Asteria entkommen. Und wer ist das? Ist das wirklich von Belang? Das musst du wissen. Meine Schwester. Sie trägt mich und ihre Theorien im Wahnsinn. Die sind alle so vernünftig. Weißt du, was ich meine? Kein Chaos, aber in allem muss doch ein wenig Chaos drin sein, oder nicht? Ich verstehe wirklich nicht, wie sie ihr Leben so strukturiert leben kann. Oha. Junger Mann! Struktur ist alles im Leben. Ohne Struktur gibt es kein Chaos und ohne Chaos keine Entropie. Und Entropie ist ein essentieller Bestandteil dieser Welt. Und du bist... Verzeiht meine Manieren. Einen wunderschönen Morgen, Junge, und euch ebenso, Gastwirt. Nicht wahr? Korrekt. Schön, dich kennenzulernen. Sehr erfreut. Mein Name ist... Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mich Scully nennt. Mein eigentlicher Name ist zu alt, um laut ausgesprochen zu werden.
Ich bin ein Archivar. Oder jedenfalls war ich das. Heutzutage bin ich tot. Zumindest einigermaßen. Offensichtlich nicht gänzlich. Mysteriöserweise scheine ich immer noch über ein Bewusstsein zu verfügen. Also bist du untot? Exakt dies. Und wie? Nun, ich schied dahin und eines Tages stand ich aus meinem Grab wieder aus. Es war wie ein sehr langer Schlaf, 1000 Jahre in einem Moment vorbei. Jedenfalls glaube ich, dass es 1000 Jahre waren. Welches nun Jahr haben wir? 1755. Das ist ziemlich lang.